Gut, herzlich willkommen zurück und ja, ne, jetzt machen wir den Boss zu Shantae. Gut, mal gucken, was uns hier erwartet. Natürlich erstmal noch der Raum hier, die Spinne, ne? Wahrscheinlich ein Spinnenboss. Ja, wundere ich mich überhaupt, der Boss wird die Spinne sein, oder nicht? Ziemlich sicher, naja. Stand eigentlich außer Diskussion. Spinnen, Kaiserin, Königin des Geplauders. Okay. Okay. Ideal, um sowas wie den, na, diese Milch einzusetzen jetzt. Aber ich sehe eigentlich kein Problem. Die wird wahrscheinlich auch eine zweite Phase haben. So sperrig ist er jetzt mich noch nicht. Steckt zwar gut ein, aber ansonsten. Ja, ist klar! Hätte ich das wissen können. Ist viel Elendes. Ja, ich weiß nicht, wie ich da ausweichen soll. Aber aufpassen, ne? Weil die macht mir schon. Macht schon Schaden, die gute. Und die stirbt halt auch wieder einfach nicht, wie alles in diesem Spiel. Überschmengt das Essen, das ein wenig Energie wieder. Ja, warum nicht? Ja, wobei, da kann man ruhig noch ein paar mehr essen. Wie sie es in sich reinstoppt, ist voll. Ja, das ist niedlich. Ich weiß nicht, wie man da ausweichen soll, ob das überhaupt geht. Wie viel Schaden willst du denn noch nehmen, Spinne? Und das ist deine Feuerscheiße. Ach so, natürlich, ich kann da den hier. Ich kann da, ich habe den Piratenhut. Stirbt aber auch einfach nicht, ey, ist der Wahnsinn. Ja, natürlich. Mistvieh. Okay, sie will nicht. Sie will nicht. Hat keinen Bock. Ich will nicht sterben. Ne, wobei ich zweifle langsam, dass er noch eine zweite Phase hat, weil es ist schon echt schon übel, was die hier abzieht mit dem Leben und so. Natürlich wieder nicht getroffen. War doch mal so ein Ding. Der macht ein halbes Herz, okay. Aber jetzt habe ich das versaut. Mein halbes Herz ist wieder weg. Lieber schießen. Vorbei. Der Wahnsinn. Der Wahnsinn, das macht zwei Herzen, okay. Das ist der Wahnsinn. Aber jetzt, ich merke schon, jetzt hat sie. Ja, jetzt geht sie ab, jetzt stirbt sie gleich. Das ist der Wahnsinn! Wie die aushält. Aber das sind schwierige Bosskämpfe. Das ist ein bisschen fast schon Donkey Kong Country Niveau. Keine Chance. So, geh runter. Oh Mann! Stift doch! Es ist unfassbar! Ich rate euch, wenn es eine Monster-Milch, ich hab's jetzt ja ein, ihr spart euch einiges. Jetzt hat der Arzt sogar gewartet, bis er das einsetzt. Bis das Feuer. Das Timing war eigentlich, das hat nichts anderes gemacht als sonst. Okay, setzt die Monster-Milch ein. Das mache ich jetzt aber auch gleich. Dann ist wahrscheinlich mit einem Schlag dann tot, weil ich es jetzt schon so weit geschwächt habe. So. Naja, kotzt noch ein bisschen das Zeug aus. Ne, ich lasse es jetzt mit der Monstermilch. Das ist ja Verschwendung. Würde ich mich ärgern. Komm her zu mir. Ja, endlich! Mein Gott! So ein Mistvieh. Der Wahnsinn. Gut. Aber ich würde sagen, haben wir fast schon solide gemacht.
Nee, wir sind wieder voll geheilt. Warum auch immer. Tinkerbats schon wieder. Hey, komm zurück. Eine neue Karte, hm. Lass die Karte der Bräunungsinsel halten. Das klingt ein bisschen wie Strand und so. Oh yeah. Ich habe es geschafft. Das ist eine Quelle des bösen Weniger für den Pirate Master. Ich sag besser schnell Risky Bescheid. Ja, wisst ihr was? Für den Rest, dass es da drin wohl noch gibt, es gibt ja noch dieses eine Octopus-Ding. Kümmern wir uns einfach... Ja, aber anders, wir haben jetzt drei Octopus-Dinger. Ne, lass mal's halt gut sein. Gehen wir nochmal rein. Was mit euch? Du hast Paul gefunden, du bist cool, Mädel. Wenn der Wagen repariert, das kannst du ihn benutzen. Aber guck ja nicht rein. Ich will da reingucken. Aber wie dance die denn ab? Ich will nochmal rein. Also die Animation. Ja, die heißt die. Wie hießen die? Der hat voll den komischen Namen, den ich nicht gemocht habe. Der hat ihre Sprite-Animation hier, ne? Auch nicht schlecht. Ich weiß nicht, was diese Punkte da auf der Karte jetzt bedeuten. Aber hier zum Beispiel im Haus war auch gerade eins und oben in der Mitte ist auch eins. Weiß nicht, was das heißt. Gut, Poe, dann bringen wir uns mal hinter. Vielen Dank, Poe. Scheiß Buben. Ich darf auch nicht mit der Musik wieder. Ich darf noch nicht nachsummen, weil ich das verzögert höre. Und das heißt, das ist im Video dann für euch auch asynchron und deswegen darf ich nicht singen. Das könnte ich machen, wenn ich die Elgato HD 60 Pro habe. Dann könnte ich das machen wahrscheinlich. Ja, dann könnte ich es machen. Oder ich höre halt die Musik direkt über die Konsole und nicht, wie ich da runterkomme, ne? Weil wenn ich von der anderen Seite krieche. Ja, aber hier gibt's was nicht. Ja, hier müssen wir definitiv nochmal hin, weil wir haben hier eindeutig einiges übersehen, aber für den Moment habe ich erstmal keine Ahnung, wie ich das Ganze durch reinkommen soll. Also Risky. Bis zurück. Nicht ohne Zwischenfall, aber ich habe eine andere Inselkarte gefunden. Und deinen Hut. Ich dachte, du würdest dich darüber freuen. Ich habe an meine Männer gedacht. Und den Fluch, der sie kontrolliert. Wir sind alles zusammen unter dem Kommando des Pirate Masters gesegelt. Der Pirate Master ist clever. Er erwartet, dass ich nach meiner Pistole meinen Hut suche. Deshalb hat er sie hergebracht, um sie mit dem Bösen zu verschmelzen. Er nutzt meine Waffen als Köder. Er plant, den Fluch auszulösen und mich wieder unter seine Kontrolle zu bringen. Ich kann nicht glauben, dass ich beinahe auf einen solch offensichtlichen Trick reingefallen wäre. Ist dies der Grund, warum du nicht mit mir kommst? Weil du unter demselben Fluch stehst wie deine Männer? Ich habe keine Angst vor ihm. Das habe ich auch nicht gesagt. Ich verabscheue ihn. Er soll zurückkehren, damit ich ihn eigenhändig vernichten kann. Ich wollte dich nicht aufregen. Aber hey, wenigstens reden wir endlich einmal offen miteinander, oder? Ich muss sagen, ich mag diese Konversation nicht. Vor allem die Hintergrundmusik macht mich gerade... Das ist viel zu emotional. Irgendwie für dieses Spiel. Das ist ein lustiges Spiel, das darf keine Emotionen haben. Es ist gut, wenn man es halt erst loswerden kann. Also die Hintergrundmusik ist scheiße gerade. Ich warte an Bord auf dich. Gibt's Bräunungskarte. Dankeschön, wenn ich die Chatmusik will. Oh, ist sogar Wüste. Zwei Dinger noch und ein, zwei Dinger davon noch. Der jeweils einer. Da schon einiges mehr. Ja gut, das ist auch unsere Hauptinsel jetzt, sag ich mal. Soweit gibt's hier aber auch nichts Neues, ne? Ich kann mir jetzt halt nicht mal noch ein neues Leben holen, weil ich noch nicht genug Dinger habe. Schade. So. Dann, was gehe ich denn überhaupt rein, ich Vollidiot? Warum mache ich das? Pistole möchte ich mal verbessern, wenn das denn möglich ist. Ist es aber auch, und genug Geld. So. Harter Tritt. Pistole ab. Ja. Knapp wieder natürlich nicht. Entsteht harter Tritt. Kann ich auch nicht leisten. Arg.
Aber, mit dieser Fähigkeit hier können wir uns auf jeden Fall noch ein anderes Ding holen. Und zwar hier bei den Vogelscheuchen. Auf dieser Säule. Das ist mir gerade auch eingefallen. Hier Mistviecher. Und dann haben wir zumindest schon mal 5 Herzen. Ey, ihr seid cool, ich weiß. Ich bin dumm, ich mich die ganze Zeit treffen lasse. Oh Mann. Kommt das jetzt noch? Hier, ne? So, jetzt Tintenfisch. Gerne ein bisschen Geld da lassen, Freunde. Ich hätte noch ein Pistolen abholen können, aber nein. Nein. Ich habe ja nicht genug Geld. Wenn ich ja dann auf die nächste Insel gehe, werde ich wieder sofort 50 Rubine kriegen und dann passt das schon wieder, ne? Und dann kann ich eigentlich genauso wieder zurückgehen. Wobei, ich glaube, ich mache das dann auch. Sobald ich kann, möchte ich wieder zurückgehen. Ich verstehe auch nicht, wie diese Dinge gewertet werden. Ich dachte, ein grüner bringt irgendwie 1, rotes bringt 1, bringen ja alle nur 1. Das gelbe hier bringt auch nur 1. Das ist nicht wie ein Zelda, wo dann ne, die Farben das unterscheiden. Hätte ich jetzt eigentlich schon gedacht, aber nee, ist nicht so. Gut. Dann holen wir uns halt noch unser 5. Herz, dann können wir eigentlich genauso gut gleich weitergehen. Ja, schmelz sie ein! Yay. Also die mag ich auch. So. Whisky, ja, ich bin bereit. Hier. So, von jeweils nur 4. Es ist doch schön, wenn es nicht so viel Zeug gibt. So. Der Karte nach, es ist die Bräunungsinsel. Es ist heiß. Lass dich nicht von der Hitze ablenken. Es gibt hier eine Stätte des Bösen. Finde und zerstöre sie so schnell wie möglich. Ich werde mich mal umsehen. Überlass es mir. Und wenn du dich verflucht fühlst, leg dich einfach hin und leg dir ein feuchtes Tuch auf die Stirn. Pff, woher hat sie nur die Energie, dauerhaft so widerlich fröhlich zu sein? Ja, das hätte ich auch, würde sie auch gern. Let's go. Bräunungsinsel. Ja, 15 Leben haben die. Aber auf jeden Fall enthalten die so viele Schäden, also kommt der her. Fleischspieß. War das denn die? Das sind die. Wie weit rennen die denn hier so random rum? Ja, was ist denn das? Geld lassen sie auch keins da. Die machen auch 2 Schaden, das ist ja echt nicht cool. Blasenschild. Ey, diese Kaktusdinger, ne? Allgemein, also die Gegner hier sind ja schon mal extrem nervig. Und ich bin selber eigentlich auch gar kein so Fan von so Wüstenwelten, deswegen, ja. Alles in diesem Spiel ist weiblich. Also ich mache ja schon die ganze Zeit, ich versuche halt schon die ganze Zeit so Anspielungen zu machen, aber irgendwie das ganze Spiel hat schon so ein bisschen so eine. Ja, ich sag jetzt einfach mal so ein Hentai-Style hat schon ein bisschen. Klein wenig. Aber ich weiß nicht, ob das mit Shanti allgemein so ist. Oder ob das jetzt bloß an dem Teil hier liegt. Ich muss halt echt nochmal. Es gibt ja für ein 3DS. Also, das Spiel hier gibt's auch für ein 3DS. Und, ich sterbe. Anstatt dass ich einfach auf dem Gamepad tippe. Nein. Ich muss es ja so machen. Aber es gibt auch noch, gab auch einen Teil für den Game Boy Advance, oder auch früher gab es da wohl mehr. Auf jeden Fall für den Game Boy Advance weiß ich's, und das kann man sich, nee, Quatsch, für den Game Boy Color, glaube ich sogar, kann man sich im 3DS, genau, Game Boy Advance gibt's ja nicht auf dem 3DS, die Virtual Console, aber ich glaube, für den Game Boy Color gab es da auch einen Teil, den kann man sich in der Virtual Console holen. Und das werde ich dann einfach mal auch irgendwann machen. Wow, hier ist eine, was? Hier ist ein Geocache. In der winzigen Nachricht steht, was für ein Fund, bringe diese alte Mumie zur Tochter.
Unterschrieben von Skys Vater und ziehst auf heute dir etwas zur Hölle? Das habe ich jetzt nicht verstanden. Hier ist ein Geocache und der winzige Nachricht steht, was für ein Fund. Bringe diese alte Mumie zur Tochter. Unterschrieben. Okay, was für eine Mumie? Vor allem, die kann man nicht mal was kaputt machen. Hier gibt es nichts zum kaputt machen. Ärger mich ein bisschen. So, speichern. Speichern, abgeschlossen. Was auch noch als erwähnenswert ist, wenn ihr hier dieses Spiel auf Wii U oder 3DS kauft, dann kriegt ihr die andere Version noch zum halben Preis. Also es ist schon wieder auch wieder so ein bisschen Crossplay. Ich meine, dass man allgemein auch den halben Preis noch zahlen muss, ja, ist besser als nichts, aber trotzdem immer noch ein bisschen viel, ne? Oh Gott. Na? Sind alle gleich. Yay. Oh, guck mal, wen haben wir denn hier? Yeah. Hey, Squid Baron, was zur Hölle machst du hier? Mein Urlaub ist ruiniert. Na, stimmt. Ich kam mit der Hoffnung, in die Brandung relaxen zu können und den Wind in mein Gesicht zu spüren, mit gesillter Lustlosigkeit zu schauen, wie die Strandhasen aneinander in der Sonnenmilch eincremen und sich vor der brennenden Sonne zu schützen. Was für ein Blödsinn. Vor den UV-Strahlen. Okay. Aber ich wusste nicht, dass gerade jetzt Lebenssaison ist. Die einzige Sehenswürdigkeit zu dieser Jahreszeit sind Rentner und Skorpione. Ich gebe auf. Wenn das so weitergeht, werde ich mir in der Nähe ein verschwenderisches Heim mit unglaublicher Quadratmeterzahlen und Kiesgarten kaufen. Das werde ich nicht zulassen. Reiß dich zusammen. Da draußen warten immer noch, etwas Außergewöhnliches auf dich. Etwas Klischeehaftes wie eine einsame Tintenfischstange. Vielleicht hast du recht. Wenn schon, denn schon. Nimm diese Röntgenbrille. Ich werde sie wohl nicht brauchen. Mit ihr kannst du durch Dinge hindurchsehen. Bitte was? Tatsache, ich habe eine Röntgenbrille. Wie setze ich die ein? Ich werde damit kannst du durch alles... Ja! Ja. Cool. Hör auf, mich zu unterbrechen. Der Chef möchte diese Ruinen beseitigen lassen. Wenn das weitergeht, werden meine Männer eine Ewigkeit brauchen. Und zuvor von auf der Spukinsel hatten es niemals so hart. Aber ich soll jetzt zurück auf die Spukinsel oder was? Cool. Nö, ich finde es eigentlich wirklich cool, so ein bisschen Backtracking überall, aber ich habe eigentlich auch keine Lust, jetzt wieder wegzugehen. Jetzt muss ich auf die Spukinsel wieder. Aber ja, aber jetzt auch meine 200 Rubine, deswegen kommt das so sehr gelegen. Vor allem wegen der Mumie muss ich halt echt nochmal gucken, ne? Das könnte echt was bedeuten. Also dieser Gegner, ne? Überall Bus, das ist der Wahnsinn. Ich gehe einfach drüber, ich habe eine 200 Rubine, wir brauchen die, aber ich würde euch ja auch gerne diesen harten Tritt für 400, der ist bestimmt cool. Ich hätte den auch gern. Aber es sind 400 Rubine, das ist schon eine Menge. Das ist schon eine Menge. Bist du bereit abzulegen? Jawohl. Spinnen, das ist jetzt mal hier die Spukinsel. Okay. Ich dachte mal, dass das die Spukinsel ist, das ist Spinneninsel. Das ist, sieht nicht aus wie eine Spukinsel. Weiß mal zurück nach Scuttle Town. Genau, um hier einzukaufen. Ja, willkommen mit deinem Laden. Pistole ab. Ausverkauft. Nee, schade, macht's also nicht, okay. Hätte man das schon mindestens schon mal dann fertig. Heile ich mich noch schnell? Das wird jetzt auch immer länger dauern, um es im Leben zu haben. So, Skys Vater, ne? Sky ist ja da oben. Shanti, schau mal, wer spontan vorbeigekommen ist. Skys Mutter, wie geht es dir? Okay, die mag ich vom Design nicht. Hervorragend. Als ich gehört habe, dass mein süßes junges Schatzi-Baby-Häschen einen attraktiven jungen Mann gefunden hat,
Musste ich unbedingt kommen und ihn treffen. Oh, guck dir diesen lustigen Hut an. Okay. Meine Ehre, Madame. Sie haben ein ganz schönes Mädel hier. Du und Joe? Ich habe ihn erwischt, wie er eines meiner Vogelnester klauen wollte und wir sind ins Gespräch gekommen bei einem Kaffee und also ich würde sagen, wir verstehen uns sehr gut. Sie hat mir den Arm gebrochen, weil ich einen der Vögel angefasst habe. Bald schon werden die Hochzeitsglocken läuten und es wird eine Schar von Enkelkindern geben. Mama! Stimme. Geh zur Seite, Kinder, ich komme schwer. Was? Skyles Vater. Wie sieht der denn aus? Oh, da geht der Rücken. Ich hoffe, ich lebe lange genug, um zu sehen, wie diese beiden Turteltäubchen heiraten. Oh, Papa. Ist das der Typ? Mein Herr. Was machst du beruflich, Joe? Ich reise Schulen nieder und baue daraus Langstreckenkanonen. Das klingt gut. Okay. Meine Tochter könnte es schlechter gehen. Okay, das war gut. Dazu riecht sie auch noch wie der Stall, in dem ich aufgewachsen bin. Jetzt warte mal, schau dich an, Töchterchen. Ich könnte schwören, dass du noch gestern Windeln und Zöpfe getragen hast. Ist nicht so viel Gummibärchen-Marmelade, Mädel. Du bist so prall wie ein Repun. Schatz, blamiere unser kleines Mädchen nicht. Sie brustet sich nur auf, um einen Partner zu finden. Ich glaube, es funktioniert. Ich bin gerade fertig. Bäh. Schaut es euch mal an. Ich habe doch ein echtes Artefakt aus einer verlorenen Welt mitgebracht. Das ist jetzt die Mumie? Ich könnte es nutzen, um den Raum etwas aufzuschmücken. Gebt ihnen etwas Kultur. Ich kann es selber dekorieren. Vielen Dank. Was hältst du davon, Joe? Ich muss sehr nah heran, um es lesen zu können. Steht eine Nachricht drauf. Hier steht, Tod jenen, die dies lesen. Ich fühle mich ein bisschen komisch. Yay. Papa, was hast du getan? Er ist tot und sie ist... Was hast du getan? Oh wow, alles noch chillig. Oh wow, wer hätte gedacht, dass jemand in diesem Alter noch so Dresche ausdenken kann? Chantel, es sieht so aus, als ob dein alter Onkel Mimik mal wieder recht haben. Weil er sagt, immer böse Flüche bleiben auch im Alter frisch. Ich will überhaupt nichts mehr. Männer sind die besseren Schatziger an jeden Tag der Woche. Könnten wir jetzt bitte über deine Arbeit diskutieren? Das machst du immer, Papa. Du willst wohl, dass... Die ist total gechillt, er ist tot und alle total gechillt. Die denkt sie hilft auch noch, die Shanti. Was? Mit dieser Brille kann ich direkt durch diesen Stein hindurchsehen. Etwas ist hier eingeritzt. Eine Art Design. Ich mag schon eine Zeichnung davon, aber ich es nicht vergesse. Mumienzeichnung. Yay! Nee, das ist mir zu blöd. Das ist mir zu blöd hier. Okay, das ist aber notwendig, bevor wir jetzt zu der Spukinsel wieder gehen. Gut, dann gehen wir halt zur Spukinsel jetzt, ne? Nur wo genau? Oh, 5 machen wir jetzt sogar. Okay. Warte, hier unten habe ich auch dieses Paar. Die sind ja eingebrochen. Ach, ich krieg überhaupt nichts. Oh Mann. Mein Gamepad ist auch rot, ist ja schön. Speichern wir mal. So. Ihr werdet mir auch kaum weiterhelfen, ne? Das ist geschafft! Der Pool ist wieder voll und es riecht nach Badesalz. Das Wasser ist wirklich sehr warm und irgendwie zähflüssig. Ja,
Das hat doch irgendwas gemacht, ja. Ah ne, das hat diesen Duft gemacht, ne? Hat diesen Duft oben für das Viech gemacht. Ja, wo will ich denn jetzt hier hin? Das ist jetzt halt die Frage, ne? Ich hasse diese Statuen hier. Ich hasse sie. Okay, aber ich hab's. Bin mit oben. Ja, toll. Wow. Leck mich. Wo will ich denn hier hin? Wo bin ich denn hier hin? Ich weiß es nicht. Oh, nerv mich nicht. Ich habe genug Leben, ich kann mir das total leisten. Könnt mich alle mal. Meine Geduld ist gerissen. Ist gerissen! Krieg ich nicht mehr ganz. Ist kaputt. Ich nehme an, ich hätte einfach in den Tempel gehen sollen, ne? Wahrscheinlich. Das ist noch so eine Mumie. Wie komme ich da hin? Oh, bitte. Bitte hab ein paar mit mir. Nee, wirklich, wie komme ich da hin? Was mit dir, Kumpel? Nichts. Oh, wie komme ich denn da hin? Blöde Meerjungfrau. Ah, das ist interessant. Okay, nee, ist es doch nicht. Ja. Wie komme ich denn da hin? Moment. Sag jetzt bloß. Das könnte ich echt mal probieren jetzt. Bitte, hab Erbarmen. Ich sterbe tatsächlich noch gleich. Nee, es wird aber auch überhaupt keinen Sinn machen, da jetzt großartig in den Tempel da zu gehen. Ach halt, das hat alles. Ich wette jetzt nämlich, ich hätte einfach in der Stadt diese Mumie irgendwie reingehen müssen, weil das hier irgendwie auch so eine Tür. Und wäre ich wahrscheinlich da vorne rausgekommen. Sollte ich lebendig ankommen? Ja, mal das da sehen. Fuck! Oh, das ist. Nee, das sind viele Gegner. So viele Gegner. Schnell, Rescue, wir gehen zurück. Ich habe gerade wieder den üblen Hänger. Aber das ist halt wegen Beinspielen und so. Gut, da heilen wir uns erstmal, weil habe wieder einige. Habe wieder richtig aufs Maul bekommen. Ich weiß nicht, wie viele Herzen. Ich glaube, ich kann mir halt vorstellen, dass wir am Ende so 10 Herzen haben können. Bin mir mal nicht sicher, ich weiß es halt nicht. Aber kann ich mir vorstellen. So. Ich habe so eine Zeichnung von diesem Symbol. Ja. Die ein Drittel eines mysteriösen Designs. Was ist denn das? Ach, verdammt. Noch ein Fullfisch. Was ist denn das? Keine Ahnung, was ich machen muss. Okay, ich würde sagen, wir gehen nochmal zu diesem. Gehen wir halt nochmal zur. Ja, was bringt man denn diese Zeichnung? Was
bringt mir denn die Zeichnung? Ich gehe jetzt einfach nochmal in den Tempel da rein. Und wenn da nichts ist, probiere ich es nochmal in der Wüste, aber ich weiß nicht, ob ich den Part schon beende, ob ich das dann auch noch offscreen mache. Nee, wahrscheinlich werde ich es im nächsten Part da machen. Ich werde jetzt noch hier mal reingucken, entweder ist es richtig oder ist es falsch und dann auf jeden Fall ist der Part vorbei. So oder so. Bin ich auch wunder, wenn wir hier alles gefunden haben. Oh, das war das mit der coolen Musik. Oh, das ist ein cooler Dungeon. Aber ich wüsste echt nicht, was mir das bringen soll. War dieser große Krebs da früher auch schon? Oder Homer oder was auch immer? Bin ich mir gar nicht so sicher. Wobei, was ist denn hier unten schon mal? Was ist denn da unten schon großartig? Geld, Geld, Geld. Nein. So. Macht mir gar nichts. Oh, was ist denn das für eine Scheiße? Wie hab ich das gemacht damals? Bitte? Das ist Bullshit. Wie hab ich das denn damals gemacht? Okay. Kommt also aufs Glück an. Und auf gutes Zielen, aber habe ich nicht, also Glück. Ach, schade, ich habe gleich ganz. Nein! Achso, das bricht ein. Stirb halt. Ich bin fast ganz runtergefallen, das hat mich aufgeregt. Oh, ich lande doch genau da drauf, aber als du das Ding bewegt, zählst nicht als Plattform. Ist doch unfair. So, wir sind jetzt aber eigentlich auch schon gleich beim Boss normal, aber was ist denn dann hier schon großartiges? Ich verschwende hier nur meine Zeit. Machen wir uns nichts vor, wir verschwenden hier nur unsere Zeit. Und obwohl ich es weiß, mache ich es trotzdem. Alter. Mist, wie elendes. So, Blasenschild, ja, ganz toll. Ganz toll. Man kommt ja da nicht mal mehr rein. Das bringt doch alles. Oh. Ich hätte wenigstens sowas wie einen Teleporter erwartet, der ihn wieder nach draußen bringt, aber nö. Okay, das ist eine Pleite. Das ist eine Pleite. Das ist eine erbärmliche Pleite. Naja. Gut, ich würde sagen, wir laufen jetzt hier noch raus. Und. Ja, du bist cool, hast mich getroffen. Cool, ich bin runtergefallen. Und dann werde ich mich bis zum nächsten Part. Werde ich herausfinden, wie wir hier weiterkommen. Wird ganz einfach sein, ich bin einfach nur zu blöd, um drauf zu kommen. Von diesen Spielen, da bin ich überhaupt kein Fan. Dankeschön.
bin auch kein Fan von. Aber wir haben wenigstens schon viel Geld gemacht, ne? So. Nee, ist gleich wieder draußen. Naja. Gut, dann speichere ich hier und im nächsten Part sehen wir uns dann, wie es dann wirklich weitergeht. Also ich bin dann schon an dem Punkt, bevor irgendwas passiert. Also gut. Dann macht's gut. Ich glaube, ich will jetzt das zusehen und hoffe, es hat euch trotzdem gefallen, ne? Hatten wir den coolen Bossfight. Boah. Ne? Bis zum nächsten Mal.